Ja, gut, für mich war vor allem auch einfach der Wechsel im Prinzip von einem Ingenieurbüro, wo man schön einfach die Aufträge entgegennimmt und das umsetzen muss. Nachher im Prinzip habe ich gefunden, ich will den Wechsel machen eigentlich als Auftraggeber. Ja. Wegen da wirklich im TÜV-Bahn bin ich eigentlich wirklich der Auftraggeber. Ich bin eigentlich der Bauherr, vertrete auch die Bausitzung und sage, nein, das machen wir nicht so. Und sage, mal, das ist sinnvoll, das machen wir so. Und das ist auch das, was ich finde, das ist spannend. Ja. Wir machen alle 5 Jahre eine Hauptinspektion von so einer Brücke. Und aufgrund des Zustands entscheiden wir eigentlich dann, entscheiden, ob wir etwas machen oder nicht. Das war der Ansteig von der alten Brücke. Man sieht hier unten von den Werkleitungen haben wir Gas- und Wasserleitungen. Haben wir unten drin, die sind gekappt worden letzte Woche. Alles abgestellt vorher natürlich. Und so hat man jetzt sich da alle Leitungen aus dem Betrieb gesetzt und kann dann da anfangen mit dem Abbrechen. Wir haben extrem viele Werkleitungen in dem Ganzen drin. Und was wir auch noch haben, ist bei der Brücke ist einfach das eine wieder lagen, dort wo die Brücke drauf ist. Das hat man können sein lassen, aber das zweite, das hat man müssen neu bauen. Ja. Und das heisst, dass wir dort eigentlich die ganze Fondation haben wir mit Pfähl gemacht. Das sind wirklich die Ingenieurbüro, die die Pläne zeichnen, die ganzen Berechnungen natürlich machen, dass man auch sieht, welche Pfeile sind, was für Durchmesser, was für Risse kommen rein, dass das alles definiert ist. Und eben hier sehen wir im Prinzip schon rechts eine neue Widerlage, wo man so aufgerauten Beton sieht. Und das hier, wo unten dran ist und links das alte Mauerwerk, das wird dann alles abgebrochen. Bei der Nordbrücke da haben wir wirklich zuerst oben von der Brücke den Belag weggenommen. Dann hat man die Brücke eigentlich in Längsschnitt getrennt. Und man ist einfach noch nicht ganz durch. Und dann hat man wieder eine Nachtschicht gehabt. Ja. Und dann hat man die Brücke im Prinzip einfach die Längstranche durchgeschnitten. Und dann hat man in einer grossen Wiedernachtaktion hat man alles gesperrt. Ja. Und dann hat man all die Brückenteile im Prinzip können rauslupfen. Das sind so 20 Tonnen Elemente. Die sind 10 Meter lang, 1,20 Meter etwa breit gewesen, wo man so rausgelupft hat. Ja. Und dann hat man es gerade rauslupfen auf einen Lastwagen hinten drauf und abtransportieren.